zu meinem zweiten Tutorial. Dieses baut auf dem ersten Tutorial auf, also guckt euch erst, wenn ihr es noch nicht getan habt, das erste Tutorial an. Also jetzt, wo wir Planeten können, können wir uns an Pyramiden wagen. Die sind auch nicht schwer. Dazu brauchen wir später nur ein Stück Papier. Wichtig ist dabei, dass es von einem Magazin ist, was eine glatte Oberfläche hat. Die saugt nicht die Farbe so schnell auf. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Farben wollen wir benutzen. Ich stehe so auf die Kombination Rot-Grün. Dementsprechend sieht nachher unsere Pyramide und der Planet aus, den wir dazu noch machen. Deshalb das erste Tutorial. So. Wir stellen uns vor, der Planet wird ungefähr hier in der obersten Hälfte sein, mittig. Die Pyramide ist unten drunter. Also nehmen wir unsere Farben. Grün großflächig, flächig hier was drauf. Na, da gibt die Dose gerade mal ein bisschen Geist auf. Kein Problem, nehmen wir uns eine andere. So. Hier unten kommt ungefähr die Pyramide hin. So. Jetzt noch ein bisschen dazu. Du kannst natürlich auch jetzt mal ganz krass übertreiben. Nehmen wir uns einfach noch eine Farbe dazu. Nehmen wir Gelb. Und zum Schluss machen wir noch ein bisschen Weiß hoch, um das wieder alles abzuhighlighten. Jetzt holen wir uns wieder eine Papierseite. Die legen wir hier drauf, ganz zart drüber streichen und ab damit. Ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus, wir lassen das auch einfach mal so. Jetzt brauchen wir unser kleines Stück Papier, das wird nachher die Pyramide sein. Sucht euch irgendeine Fläche aus, ich finde die hier ziemlich geil, da legt ihr das drauf. So. Und den Schritt für den Planet, den könnt ihr ja jetzt schon Schatten machen. Nicht zu viel. Planetschatten drüber. Zack. Und jetzt wie gehabt. Drumherum alles schwarz. Oben lasse ich immer gerne was frei bei Pyramiden. Da wir jetzt gleich noch ein bisschen eine andere Farbe drüber sprühen, damit es nicht so fad aussieht und oben sie kräftiger rauskommen soll als unten. Ich denke, ich nehme jetzt mal eine hellblau. Fang von hier oben an. Setz das hier drüber. Jetzt ist das natürlich so viel blau. Gehen wir einfach noch mal ein bisschen mit Schwarz drüber. So. Um den Planeten herum machen wir jetzt so eine Art Aura. Atmosphäre. Einfach mit Weiß oder irgendeiner anderen Farbe hier in einen kleinen Abschnitten dran sprühen. Nicht zu vergessen unsere Sterne. Jetzt könnt ihr euren Planeten abziehen. Oh, sieht doch geil aus. Als nächstes gucken wir, wo die Spitze unserer Pyramide ist. Damit die später ein bisschen besser rauskommt, machen wir einen weißen Punkt drauf. Wir markieren, gucken uns die Linie an, sprühen kurz in die Mitte der Pyramide. Natürlich ist ja noch das Papier unten drunter, also passiert da nichts. Und dann auf die Spitze. So. Dazu braucht es ein bisschen Übung, aber das kommt schon. Jetzt könnt ihr das Papier abziehen. Ah. Ah, kommt doch jetzt schon geil, oder? So, wichtig ist jetzt, wir wollen ja nicht, dass es
wie so ein billiges Dreieck aussieht. Es soll ja 3D sein. Dazu nehmen wir uns jetzt so einen Flächenspachtel. Den kriegt ihr auch überall in den Baumärkten. Die setzt ihr hier an. Ich mach's mal von der Seite. Und jetzt mit der schwarzen Farbe nicht aufs Papier, sondern an den Spachtel. Oh, jetzt sieht's doch geil aus, oder? Hammer. Als nächstes wollen wir hier unten noch irgendwas machen. Also machen wir so eine Art Nebel. Hier, um die Pyramide abzugrenzen, damit es später auch einen tiefen Effekt hat. So, jetzt nehmen wir unsere, haben wir grüne Farbe, setzen die hier an. Schwarz drüber. Jetzt hier drüber gesprüht haben, das ist kein Problem. Wir gehen einfach wieder mit Weiß drüber. So. Holen uns jetzt ein Stück Papier. Machen so eine Art Berg, Geröll. Ja. Ich finde, wir sollten hier unten jetzt ein bisschen Wasser machen. Wie Wasser geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu nehmt ihr wieder euren Flächenspachtel. Holt eure Farbe, wie das Wasser aussehen soll. Setzt hier unten an. So. Nehmt euch jetzt die Farbe. Macht nicht zu viel, muss nicht sein. Aber das bleibt euch überlassen. Ich finde, jetzt mal noch ein bisschen Grün dazu. Heute so schön mal ein bisschen Gelb. Hier in die Mitte. Und zum Schluss Weiß. Weiß komplett drüber sprühen und jetzt mit dem Finger einfach langziehen. Zieht den Spachtel ab und voilà, ihr habt Wasser. So, und damit das noch nicht alles ist, machen wir jetzt hier links und rechts, so wie hier, ein bisschen Geröll. Dazu nehmen wir wieder unsere Farbe. Diesmal bleibe ich nur bei Rot, weil Grün haben wir hier unten schon. Wieder ein bisschen Schwarz drüber. Jetzt wieder ein Stück Papier. Und zack. Boah, geht das schnell, oder? Hammer. Wichtig ist dabei, dass ihr hier ein bisschen Schwarz übrig lasst, damit es so sich ein bisschen mehr abhebt. Zum Schluss noch mal unterschreiben. Und voilà. Der erste Planet mit Pyramide ist fertig. So, schon mal danke fürs Zuschauen. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in den nächsten Tutorials. Danke.